Akrevis Invest wird Ihnen präsentiert von der Akrevis Bank. Einmal mehr steht die Entwicklung im internationalen Handelskonflikt im Fokus. Wie soll man sich als Anleger verhalten? Das ist das Börsenmagazin von Teletop, Akrevis Invest, heute mit dem Alessandro Scroth. Die Berichtssaison zu den Halbjahreszahlen ist vorbei. Jetzt steht der Handelskonflikt wieder mehr im Zentrum des Interesses. Die USA hat in dieser Woche Zölle auf chinesische Importe verordnet. Wie haben die Börsen reagiert? Erstaunlicherweise sehr gelassen. Die wichtigsten Aktienmärkte haben die Woche seitwärts oder sogar aufwärts tendiert, wie auch der Dow Jones Index in den USA, der wieder auf Allzeithöchst oben ist. Wie interpretieren Sie das? Ja, zum einen könnte es daran liegen, dass die Strafzölle tiefer ausgefallen sind als erwartet. Zum anderen, dass man sich wie schon daran gewöhnt an die Zölle, und das ist etwas, was sehr gefährlich ist. Wieso? Ja, wenn man sich an etwas anfängt zu gewöhnen, wird man unvorsichtig und unaufmerksam. Und unsere Welt ist zwar schön, aber auch schön komplex geworden. Und die ganzen Wertschöpfungsketten sind sehr international und integriert. Das heisst, es ist sehr schwierig, zum wirklich genau zu sagen, wer jetzt die Zölle in welcher Form trifft. Das heisst aber, es besteht immer Gefahr, dass etwas Unerwartetes passiert, oder? Ja, genau, weil letztlich verteuern die Zölle die Produkte. Und auch die agilsten Unternehmungen sind irgendwann nicht mehr in der Lage, den Unternehmensprozess so anzupassen, dass sie die Preisaufschläge nicht weitergeben müssen. Und die Gefahr besteht nachher, dass es schockartig zu einem plötzlichen Inflationsanstieg kommt, in der Folge stärker als erwartete Zinsen. Und gerade bei unserem aktuell hohen Schuldenstand weltweit ist das schon ein sehr heikles Szenario. Wir haben gerade diese Woche in der neuesten Ausgabe von der Publikation Akrevis Invest besucht, die Zusammenhänge aufzuzeigen und auch zu zeigen, welchen Wert das eigentlich der Handel für den Wohlstand hat. Kommen Sie in dieser Publikation auch zum Schluss, wie sich der Anleger in diesem Umfeld verhalten soll? Ja, kommen wir. Da gibt es einfache Grundsätze zu beachten, nämlich das Festhalten der langfristig definierten Strategie, sich nicht verunsichern zu lassen, zu diversifizieren über verschiedene Anlageklassen und auch innerhalb der Anlageklassen. Bei der Risikoanlage empfiehlt sich zudem, vielleicht eher auf defensivere Werte zu setzen und antizyklisch sich zu verhalten. Weil eins ist klar, solange Donald Trump Präsident ist, wird es keine nachhaltige Beruhigung geben in dem Handelskonflikt. Ein grosser besten Dank. Und aber wie an der Börse geht es auch beim Wochenendwetter. Die Aussichten gibt es da gerade als nächstes. Danke fürs Interesse. Auf Wiedersehen. Akrevis Invest ist Ihnen präsentiert worden von der Akrevis Bank.